يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، liebe Geschwister, kommen wir heute zu Bittgebet Nummer 33. Und zwar kann man dieses Bittgebet sprechen, wenn man aus Versehen jemandem Unrecht tut. Und warum wir dieses Bittgebet so benennen, werden wir gleich im Kontext erfahren. Wie lautet das Bittgebet? Es ist auch sehr klein und schnell auswendig zu lernen. Und es gehört zu den Bittgebeten von Musa alaihi salam. So sagte er: Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Kurz und knapp: Rabbi, o mein Herr, inni zalamtu nafsi. Ich habe mir selbst Unrecht zugefügt. Faghfirli. So vergebe mir. So geht der Vers dann weiter. فَغَفَرَ لَهُ. So hat Allah ihm vergeben. Warum? إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. جُمْلَةٌ تَعْدِلِيَّةٌ. لِأَنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Weil er der Allvergebende und Barmherzige ist. Er liebt es zu vergeben und liebt es zu erbarmen. Subhanahu, subhanahu. Was für einen edlen Herrn wir doch haben. Um was geht's hier? Wir wissen, dass Musa a.s. geflüchtet ist aus Ägypten. Wegen Pharaon, aus Angst, dass ihn Pharaon tötet, ermordet. Und während er so auf die Flucht ist, ist er den zwei, kam er in die Stadt hinein. Diese Geschichte findest du in Suratu al-Qasas, Sura die Geschichten, Sura 28. Kurz und knapp, er sah zwei Leute sich am Streiten. Einer gehörte zu Musas Sippe und der andere nicht. So rief ihn derjenige, der Musa kannte: O Musa, helfe mir. Musa ging hin, wollte sie auseinanderhalten, hat den einen gestoßen. فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ. So hat ihn Musa gestoßen nach dem Motto: Hört auf jetzt, was ist passiert? Der Mann ist gestorben. Weil Musa a.s. die Kraft von 40 Männern hatte. Und das ist jetzt hier aus Versehen. Deswegen geben wir die Überschrift, dem Bittgebet diese Überschrift: Wenn du jemandem aus Versehen Unrecht tust. Er hat ihn aus Versehen getötet, Unrecht getan. Also sprich dieses Bittgebet, wenn du jemandem Unrecht tust, aus Versehen. Und das nennen wir Tadabbur, das sorgfältige Nachdenken über den Koran. Und so waren die Gelehrten von früher. Das ist nicht mein Senf. Das habe ich mir angeeignet durch Allahs Erlaubnis, dass du dir die Verse durchliest und dann hinter die Verse schaust, was eigentlich dahinter steckt. Nämlich aus Versehen jemanden Unrecht getan, sprach speziell dieses Bittgebet. Also geben wir diesem Bittgebet die Überschrift, wenn man jemandem aus Versehen Unrecht tut. Alhamdulillah, Rizq kommt von Allah, das Verständnis kommt von Allah. Natürlich suche ich Zuflucht bei Allah, mich hier zu loben, aber ich sage euch nur, wie man zu diesen Überschriften kommt. Und Musa hat hier natürlich den Schlüssel wieder getroffen. Das hatten wir schon bei Musa, bei Yunus, im Bittgebet von Yunus, wenn du zurückgehst, und von Adam und Eva. Denn diese alle haben etwas gemeinsam gehabt. Sie haben alle das Wort Zalemna erwähnt. Adam und Eva sagten: قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا. Und Yunus sagte: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَا الظَّالِمِينَ. Und hier sagt Musa: رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ. Merkst du was? Merkst du was? ظَلَمْتُ heißt, du gibst zu, dass du fehlerhaft warst, dass du Sünder warst, dass du Unrecht dir oder anderen getan hast. Und dieses Zugeben ist dann der Schlüssel für die Vergebung. Denn Zugeben heißt sich klein machen. Und wenn Allah sieht, subhanahu wa ta'ala, dass du dich klein machst vor ihm und zugibst,
Was passiert? Faghfirullah. Genau wie es Allah sagt. So hat er ihm vergeben. Und sogar schnell. Dieses Fa im Arabischen nennt man Fa usura. Also das Schnelle, dann passiert etwas schnell. Das Gleiche hatten wir bei Yunus a.s. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Fastajabna la. So haben wir ihm sofort die Bitte erhört. Okay? Also lernen wir hier daraus, erstmal, wenn du jemanden Unrecht tust, aus Versehen, sprichst du dieses Bittgebet, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, oder natürlich dir selbst Unrecht tust, sei es absichtlich oder aus Versehen. Die Bittgebete sind ja auch allgemein zu nehmen, nicht nur spezifisch für diesen Fall. Und natürlich, was hier auch deutlich wird, ist die Istikana und Tadarru' und Khushu' von Musa a.s. Es ist ja klar, es ist ein Prophet, die Allah subhanahu wa ta'ala am meisten kannten und am meisten entfernt waren von Hochmut. Was meine ich damit? Er hat sofort seinen Fehler bereut. Die schnelle Taube und nicht diesen Taswif. Ja, wenn ich zu Hajj fahre. Ja, in 3 Monaten ist Ramadan, dann werde ich aufrichtig bereuen. Ja, nächsten Freitag ist vorzüglicher Tag, da werde ich bereuen. Ja, an einem freiwilligen Fastentag, vielleicht Donnerstag, Montag, werde ich bereuen. Ja, 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 bis man dann stirbt und man macht keine Taube. Und nehmen wir uns hier ein Vorbild an Musa a.s., der sofort und schnell bereut hat, denn er weiß ganz genau, niemand weiß, wann der Tod zu einem kommt. Und wenn er kommt, bist du rein. Das heißt, du hast schon die Taube verrichtet. Und er sagte nicht und hat keine falschen Ausreden gesucht, wie zum Beispiel, ich bin ein Prophet. Ich bin der Prophet, der mit Allah direkten Dialog hatte, schon von diesseits. Ich bin ein besonderer Prophet. Das kann mal passieren. Es war doch aus Versehen. Ich wollte es, nein, direkt zugeben. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Oh Allah, ich habe mir selbst Unrecht angetan, so vergebe mir, dann bekommst du die Vergebung, weil Allah subhanahu wa ta'ala liebt es, zu vergeben. Also sagen wir hier, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben, hadha wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.